So, herzlich willkommen zurück, Gefreunde, gepflegte Freunde. Ja, es ist soweit. Tobias, Monster, genau. Und ich, alles gut. So, wir sind noch da. Wir leben noch. Wir leben noch. Wir haben gerade erst vor Mittag gegessen. Ja. Und jetzt Tippe Nummer 12. Frisch gestärkt. Schön, den so. Kronmutes. Recycling. Geht jetzt weiter. Achso, wir haben übrigens das Klippchen so hingekriegt, dass es zu bleibt. Allerdings mussten wir dafür einen Stein entfernen, wo wir uns nicht sicher sind, ob er da hingehört oder nicht. Genau, richtig. Hast du in der Anleitung eigentlich mal geguckt? Ja. Na gut. Das ist gut. Ich habe schon gesagt, ich baue das Fett einmal nochmal. Ja, das kannst du dann mit einem anderen Freund machen. Mit dem, der in den Todesstern dauert. Genau. Er hätte wahrscheinlich sogar Spaß dran. Das hört nicht. So, da hinten fängst du an, ne? Hast du die Star Wars Videospiele auch? Ja, ich habe die Lego Star Wars gespielt. Und welche? Die, ja, wohl 1 bis 3 drin waren und 4 bis 6, die beiden. Ja, ich habe die gesamte Box, wo beide drin sind. Wenn es sowas gibt. Zumindest steht es drauf. Die waren auch etwas teurer. Die kosten dann normalerweise 20 Euro, die hat 30 gekostet. Kannst du ja mal den Kopf suchen von ihm her. Da. B8 Ball. B8 Ball. Einer der Charaktere, die ich tatsächlich kenne. Und er ist schon komplett außer den Haaren. Lampe haben wir an. Jo, auch so, reinzoomen habe ich schon. Oh, ja, bin ich ganz durch den Wind. So, das ist schon. Nee, HR habe ich noch nicht. Und Waffe. Aber das ist eine Sache, das kommt dann im Laufe des Sets. Mach mal ruhig den Rest erst. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich glaube, hier sind die Haare. Haare habe ich. Okay. Ich muss ja erstmal hier Platz machen, damit man halt sieht. Ich habe Haare, aber es passt nicht. Dann passen die Haare nicht. Jetzt hat er das. Wer so. Ist das? Das ist von Teil 7. Wie heißt er noch? Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Entschuldigt bitte. Der ist eigentlich ein Star Trooper. So ein Klonkrieger. Und dann entscheidet er sich doch für die gute Seite. Wie kann. Moment mal. Also er hat ein Gewissen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte die Klonkrieger. Oh, was für ein Wort. Die Krieger, wenn die geklont sind, dann sind doch alle gleich, oder nicht? Ja. Heißt das, in jedem steckt so einer? Ja. Ah, interessant. Way, genau, jetzt habe ich es. Way heißt er. Also der wird dann Way genannt von ihr, also von der. Wie gehabt? Weil er sonst keinen Namen hat. Die Klone brauchen ja auch keine Namen, sondern nur Nummern. Die haben dann Nummern. Serien-Nummern quasi. Ja, genau. Ja. Positionsnummer. Ja, oder so. Ja. Und wenn die Anzüge ausziehen, können sie rumlaufen wie normale Menschen. Genau. Obwohl es Androiden sind oder so. Genau. Aha. Das ist der Einzige, der ein Gewissen hat. Nur ja, die anderen vielleicht auch, aber denen ist das nicht so wichtig. Ich brauche kein Gewissen. Ich bin das gewisse Gewissen. So. La 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 la. Wir haben übrigens immer noch die Baustelle von der Tür, nicht, dass ihr euch wundert. Genau. Hat sich nichts geändert. Wir waren schon froh, dass wir über die herkommen konnten. Wir hätten nämlich einen Riesengraben mit Krokodil überspringen. Naja, gut, das ist übertrieben. Hier ist die Waffe. Ah ja. Die bauen nämlich alles kaputt da unten. Ah, dass die selbst verhauen. Naja, ich will es gar nicht wissen. Und es gibt Dinge, die man nicht verstehen muss auf Erden. Das ist die es sich zwar zu verstehen lohnt, aber. Hm?
Ja, die machen es halt, damit eine Optik ist. Wahrscheinlich. Weißt du, wahrscheinlich graben sie sich jetzt um und nächstes Jahr kommen dann erst die anderen. Genau. Das ist natürlich, dann lassen sie das für einen Monat oder so. Naja, gut zu trauen ist ja alles. Ja, ist es so. Ich habe meinen Soll erfüllt, so nach dem Aufbau, also haben sie den Weg zur Arbeit, da war auch eine Baustelle. Da haben sie erst die linke Seite mit Rohren verlegt und dann die rechte Seite. Das hat ewig und drei Tage gedauert. In Kamen jetzt, ne? Nee, in Dortmund. Zum so. Weg zur Arbeit. Ja, bei euch, das ging aber auch recht lange. Ja, stimmt, das ging. Also die Bahnhofstraße wird ja auch komplett saniert und ja, es hat auch richtig gedauert. So, ich habe meine Teilchen zusammen. Ja, ich muss wieder friemeln, ja, weil ich wieder irgendwelche Sondersteine habe, die man jetzt finden muss. Hier ist einer. Ach, so groß sind die. Ich habe was viel kleineres gesucht, ey. Ist ja witzig. Der zweite. Hast du den zweiten? Nein, nein, nein. Dann in der Nähe vom ersten. Das ist ja so. Und dann diese komische Rolle habe ich auch noch nicht. Die Rolle. Wie ist das, ja? Das ist doch einfach. Da ist der andere. So, und dann kann der hier drauf. Die Rolle ist doch einfach. Ja, dann gibst du mir. Aha. Sorry, doch, das ist einfach. Weißt du eigentlich, dass ich wegen Silvester Dark Knight die Trilogie ein Jahr nicht geguckt habe? Das ist ohne Scheiß. Ich gucke die normalerweise regelmäßig, weil ich die richtig geil finde. Hm. Aber seitdem wir wissen, wir gucken es zu Silvester, habe ich es jetzt ein Jahr lang nicht gesehen. Das ist cool. Das ist cool, ne? Habe ich mir so gedacht, das guckst du jetzt so lange nicht, bis zu Silvester vorbei ist. Ich habe selbst den Soundtrack nicht gehört. Okay. Können wir ja trotzdem mal eine Sonntag kommen. Ja, aber trotzdem. Ich wollte da mal. Hast du die Trilogie mittlerweile oder muss ich die mitbringen? Nee, die habe ich. Echt? Auf Blu-ray. Cool. Ich habe ja, wie gesagt, diesen einen Tag genutzt, wo alle Boxen günstiger waren. Und dann habe ich gleich alle bestellt. Hab ich gelesen. Da gab es ja so einen Tag. Ich habe ja nur die DVD. Die klassischen und die alten. Die klassischen und die alten. Die klassischen und die alten. Die alten und die neuen Filme. Nee, du hast hier falsch rum, ne? Nee, das muss außen zeigen. Ja, aber andersrum. Du hast das Ding hier verkehrt rum. Ja. Oh. Schalalala. Das macht der Kaffee. Der lässt sich Dinge sehen, die nicht da sind. Was mich ja die Tage mal gereizt hat, war die Komplettbox von den Minions. Einfach unverbesserlich 1 bis 3 und dann den Minions, der erste Teil. Aber da ja sowieso alles irgendwie noch fortgesetzt werden soll. Lohnt sich das nicht. Ja. Zumal ich einfach unverbesserlich 3 gar nicht erst zu Ende geguckt. Was? Der ist gut. Ne, ich fand den nicht gut. Geschmack ist einfach verschieden. Oder ich hab neulich. Wir gucken sowas ja nicht illegal. Ich habe aber eine schlechte Qualität erwischt. Der erste war richtig geil, der zweite, naja, war eine typische Fortsetzung. Und der dritte? Ich finde ihn richtig gut. Vielleicht hatte ich auch noch einen schlechten Tag. Kann auch sein. Manchmal gibt es Tage, da kann man mit Filmen nichts anfangen. Ja, richtig. Und wenn man den Fehler guckt, warum fand ich den denn doof? Gibt es. Also guckt ruhig mal Filme zweimal. Right. Ich habe den Minierfilm auch nur einmal gesehen. Was? Ja. Warum? Weiß ich nicht. War auch da. Hm. Ist okay. Kann man mal machen. Und ich einfach unverbesserlich. Eins habe ich häufiger gesehen als den zweiten Teil. Wobei den zweiten Teil habe ich zweimal, glaube ich, gesehen. Weiß ich jetzt gar nicht genau.
Und da habe ich dann immer gesagt, ich warte, bis alle auf eine kommen. Ja, schon. Wenn es abgedreht wäre, aber wenn die noch weitermachen. Die machen weiter, solange bis es sich nicht mehr lohnt. Ja, bis die Kuh nicht mehr gemolken ist. So ist es. Deswegen macht das gerade. So wie Star Wars. Ja. Wo wir jetzt endlich mal beim Thema wären. Worum geht es denn eigentlich in Star Wars? Es geht darum, dass. Ja, so eine Frage. Worum Imperium gibt und die Rebellen. Ja. Und die Imperium sind die Bösen und die Rebellen sind die Guten. Was machst du den hier? Den oberen, ja. Und Darth Vader hätte gerne einen Todesstern. Ja, der wird ja auch gebaut. Ja, aber nicht zweimal sogar. Ist das eine als Ablenkung, oder? Ja, der eine wird ja zerstört und dann der andere auch. Was haben die Ewoks damit zu tun? Die sind irgendwie im Weg, oder was, ne? Die sind ja unter diesem Todessternplaneten und da haben sie auch einen Schutzgenerator gebaut für diesen Todesstern. Ja, und den wollen sie natürlich beschützen. Und die Ewoks leben da halt. Den gibt's die stören auch. Ja nicht, aber die helfen ja dann beim Vernichten. Da gibt es ja auch einen Spin-off dann in der. Genau. Wieso ist da dran? Hier so, ne? Da reinsetzen, genau. Zwei, drei frei, dann der. Ist es eigentlich bei euch, wenn ihr Urlaubstage festlegen wollt, müsst ihr die schon jetzt, also früher Anfang des Jahres irgendwie bestimmen oder habt ihr da irgendwie eine. Wir müssen schon einen Jahresplan abgeben und wir dürfen 5 Tage halt übrig behalten und für irgendwas. Für Notfälle halt, ne? Aber wir können auch, wenn wir den Urlaub geplant haben, denen sagen, nee, den möchte ich doch nicht nehmen, sondern anders. Geht auch, aber man muss eben erstmal einen Wunsch äußern. Ich wollte gerade sagen, warum plant die den denn hier? Damit die halt auch planen können, ne? Ja, aber wenn das sowieso nur für die Katze ist, dass sie hinterher sagt, ach nee, ich brauche ihn doch nicht oder so. Ja, du kannst das immer so. Kommt halt selten vor, ne? Ja, ich muss gut planen, die so viele Feiertage mitnehmen. Also ich werde wahrscheinlich über Ostern wieder. Karfreitag, Ostermontag kommt immer ganz gut. Im Sommer eine Woche. Und über Kirmes vor allen Dingen. Ja? Ja. Das war gut dieses Jahr. Nicht, dass ich auf Kirmes, doch einmal bin ich auf Kirmes gegangen. Ja, den Samstag, den du abgesagt hast, war ich auf Kirmes. Weil ich habe dann mit Mutter telefoniert, die sagt so, ja, Tobias hat leider abgesagt. Und dann meinte sie so, ja, ich sag, hast Bock auf Kirmes? Sagt sie, ich wollte ja nicht so fragen. Ich sage, komm, dann gehen wir eine Runde. Weil zu Hause rumhocken wollte ich dann auch nicht, weil sowieso nicht geplant zu haben, weißt du? Verstehe, was du meinst. So war 2 Stunden unterwegs, das ist auch cool. Ich bin nicht so der Kirmesgänger. Nee, es ist halt einfach nur. Einfach mal raus und mein Gott, wenn halt gerade was los ist, gehst halt dahin. Da gehe ich lieber meinen Seeseweg entlang und mach mal Tofu-Fotos. Ja, das ist ja nur was ganz anderes. Kirmes ist ja eh nur ein Jahr, also jetzt hier. Sei froh, wir haben das leider 2-mal im Jahr. Ja gut, wir haben Ostern noch so ein kleines Fest da, aber. Ja, wir haben noch ein Rundenfest und. Ja, das ist ja mit Kirmes nicht vergleichbar. Ja doch. Nein, doch. Das ist ein Wochenende, wo der Marktplatz zu ist. Mehr aber auch nie. Nicht wo 5 Millionen Verrückte mit dem Zug nach Soest reisen, nur weil sie mal ein Auto scooter fahren. 5 Millionen Verrückte Kamen haben wir. So viele Kamen da gibt's doch gar nicht. Ja, Vierer. Nicht wieder falsch machen. Ja. Sonst passt das nachher wieder nicht. Kannst mir 2 von diesen hier. Welche hast du denn? Achso. Wie viele brauchst du davon? Ja, 2 noch. Einen habe ich schon mal. Da ist der 2. So, dann.
Also musst du da warten, mal. Macht doch nichts. Ich bin hier gewohnt. Wäre es dumm, dass du mir vorhin meine Platte weggenommen hast. Deswegen komme ich jetzt nicht weit. Das wäre nicht mein Part gewesen. Ja, ich dachte, ich nutze jetzt halt. Alles, was ich nicht baue, kann ich nicht falsch machen. Darum geht's nicht. Doch, genau darum geht's. Nein. Das ist genau das, worum es geht. Ja, doch nicht, das ist so. Doch, das ist richtig. Ja, ja. Niemals Schwäche zeigen. Doch. Schwäche sollte man auch zeigen können. Aber nicht bei YouTube. Doch. Nein. Doch. Wir lieben euch. Oh Gott, das schneide ich raus. Nö. Das finde ich sowieso nie wieder, die Szene. Und diesen Bauch guckst du dir dann in einem halben Jahr nochmal an, ja? Weil du ja, mal sagtest, du guckst dir die Sachen, die wir bauen, nochmal an auf YouTube. Ja, genau. Guckst du mir nochmal an, auf jeden Fall. Dann wirst du auch sagen, was ist für Bescheid gewesen. Und dann irgendwann wirst du sehen, da fehlt doch das Teilchen, da, guck doch genau hin. Siehst du das denn nicht? Aber... Es kann natürlich sein, dass wenn du dir das nochmal anguckst, du siehst, wo die Steinchen hingehören, die wir jetzt über haben. Meinst du? Möglich. Möglich. Nicht auszuschließen. Nein, absolut nicht. Ja. Da. So, jetzt fehlen noch die Wappen hier. Also an Ausrüstung, so waffentechnisch ist ja einiges dran, ne? Ja, das sind ja auch Versorgungsschläuche, ne? Das ist ja nicht nur... Aber das hier sind alles Kanonen. Nein, das sind keine Kanonen. Das hier nicht? Nein. Was sind das denn? Versorgungsschläuche. Ach, das sind Waffen. Nein. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Wir haben auch noch nicht rausgefunden, wie das hier so richtig funktioniert mit dem, mit der Waffe, die nach unten rausgucken kann. Ja, ich schon. Ja, lass es, sonst bricht gleich wieder irgendwas ab. Aber hier so, siehst du, dann kommt der runter. Ja, und die kriegst du wieder hoch. Und dann hält wieder vorschieben. Ah ja. Gibt's die denn auch im Film? Ja, die gibt's. Also die wird auch einmal runtergefahren und dann geschossen. Die gibt's, wird die von innen gesteuert oder sitzt denn einer da dran oder so? Nee, sie wird von innen gesteuert. Mhm. Vom Hauptboard halt dann. Das ist was dran. Ich will ja vergleichen, nur bevor ich weiterblätte. Klar. Ist sinnvoll. So. Give me that. Jetzt wird es interessant. Lego und rund ist immer so eine Sache. Ja, ja. Ist ja eigentlich nicht rund. Wieso komme ich hier jetzt nicht klar? Weiß nicht. Da komme ich mit zurecht. Das schaut hin. Ein grauen Pinnacle. Ja, das kommt. So, dann wird ja Sinn machen, aber das ist der im Weg. Nee, kommt auch nicht, der kommt dahin.
Aber dann ist der im Weg. Na, irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Die Ärmchen sind falsch, ne? Ja, ich weiß nur nicht. Das ist das. Ein Zweierarm. Ne, das passt schon. Wir müssen nur in die andere Richtung gucken, glaube ich. Dann passt das. Jo, nur eine optische Täuschung. Das passt genau da drüber. Alles gut. Das schmiegt sich schon da rein, das ist okay. Die müssen hier. So, so gehören die, siehst du? Okay. Ah, bleib mal cool. Schimmer. Schimmer ein bisschen. 32 Platten macht er mir so viel. Wie war die Pläne, nicht die Idee? Wie 32? Ja, diese kleinen Schatten hier. Das ist, boah, 32? Ja, ja, ich darf ein paar Gitter bauen. Muss es nur richtig machen. Paar Gitter ist gut. Ja, jetzt weißt du auch, warum so viele Teile hat das denn. Schon seinen Sinn. Oder hat es da den Grund? Ja, sind ja die Lüftungsgitter, deswegen. Jawohl, ob das womit das zu tun hat, ja, das Antrieb oder was ist, keine Ahnung. Bin ich jetzt überfragt. Gibt es ja schon Nachschub? Naja, ich habe noch ein paar andere Steine, kommen dann auch noch drauf. Es ist ja nicht so, als wäre es dann gegessen. Puff, das war der Fuß. Hm. Wenn du magst, kannst du diese Würfel hier mal suchen, oder sind das graue einer? Nee, das sind Würfel. Weiß ich nämlich gerade nicht. Diese hier. Ach, solche Ecken. Ja, solche Ecken. Interessant. Und zwei Stück da sind so. Danke. Bitte. Immer gerne. So, das ist schon mal fertig. Ich habe mehr Gitter, als du brauchst. Ja, ich wollte gerade sagen, mehr brauche ich glaube ich nicht. Aber so für die zweite Lüftungsschacht. Ja, genau. Mit so einem brauchst du den, dann darf alles zurückschimmen. Ja, dann sind sie schon mal gesammelt. Sammelte Schächte. So, das waren alle. Ja, hab ich nicht. Muss jetzt mit auskommen. Sieh zu. Wie du klar kommst. So. Ja, das ist schon 64 Gitterteile, siehst du? 8. Die hast du auch noch nicht. Nein, nein, die kommt gleich. 4. Sechs. Acht. So, die habe ich auch schon mal bereitgelegt. Prima. 8 Pinöppel, hast du die schon? Hier die 8? Ja, die habe ich gerade drauf. Okay. Beziehungsweise 4 davon, aber den Rest, den habe ich schon hier. Alles gut. Habe ich doch falsch gemacht, ja. Die kommen genau in den Ecken. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen sage ich, habe ich hier falsch gemacht. Ich muss die Pistole einholen. Und nein, da hilft kein Profi-Werkzeug. Hallo, das gute Profi-Werkzeug. Ja, wo soll das denn hier ansetzen? Da machst du nichts mit. Hat auch Gefühle. Profi-Gefühle hat das. Profi-Werkzeug für Profi-Gefühle. Yeah. Na, no, das stimmt jetzt aber. So, wo kommen die Burschen hin hier vorne? Einmal so rumherum. Nö, nur zwei Stück sind das hier. Ja, rumherum. Nein, diese Ecken meine ich. Ach so. Ja, die sind anders. Ich finde es so. Gegen. Nee, die müssen. Doch. Gegen. Ja. Nein, ja, so, genau. Und das genau. Gibt wieder so viel Möglichkeit.
Das, ja, das hat was. Das sieht cool aus. Da stimme ich dir zu. Bitteschön. Genau. Die Grafikkarte ist fertig. Ja, so sieht das recht. Ne, zwei Lüfter, GPUs, fertig. Ach, geil. So, jetzt kommen wir mal hier. Dann einmal umdrehen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wenn ich das schon höre, dann will ich doch gleich wieder nach Hause gehen. Ja, komm schon. Come on. Das hat auch wieder ins richtige Loch, ne? Bitte? Das hat auch wieder ins richtige Loch. Ja, hoffe ich doch. Sonst hast du gleich Probleme beim Reinsetzen. Hm. Und das hatten wir bisher nur zu Genüge. Das ist schon? Ja, das schon. Guck mal. Das kommt sogar bei dir auf die Seite. Ja, wie rum? Ziemlich mittig. Die Kanonen zeigen nach außen. Genau. So, das kommt jetzt ziemlich... Nee, das guckt genau über die Ecke drüber. Oh, was ist das? Oh, ja. Genau. Oh. Kommt das nicht bei dir rein? Nein, hier sind die Schläuche, die blauen. Ist die Frage, wie das da kommt. Ist da nichts irgendwie, dass man weiß? Hier, ich weiß nicht, ob du da bist, kurz neben der Tür, vielleicht bringt dir das was. Ja, bringt mir gar nichts. Doch, weil hier an die Tür ist. Das ist doch dieses Portal. Diese Portaltür. Ja, aber das muss halt hier. Okay. Viel zu viel breit, weißt du was ich meine? Das muss ja hier abschließen, oder nicht? Ja, kurz hinter den Gittern, ne? Kurz vor den Gittern, meinst du? Je nachdem, wie du siehst, ja. Okay. Ja, ich sehe, was du meinst. Das Portal ist im Weg hier oben. Aber es liegt fast auf, ja, siehst du? So, und hier ist der, ist die Tür, wo das rein soll. Das sieht wirklich sehr hoch, ne? Ja, aber... Das ist genauso hoch wie hier anderen auch. So, mal so richtig. Hey, das müsste über der Portaltür sein. Und das muss halt neben den roten. Genau. Aber innenseitig. Nach innen. Hier, ja, ne? Ja, so in die Ecke würde ich auch sagen, ja. Dann fehlt hier ein Stein oder was? Weil das ist hier zu niedrig dann. Weißt du, was ich meine? Das ist hier zu niedrig. Warum zu niedrig zu was? Ist das hier mit drauf noch auf dem Kreis? Ist das hier irgendwas? Oder ist das das hier? Da fehlt halt, über die Konsole fehlt halt ein Stein, dass ich das reinmachen kann. Das ist schlecht. Oder das ist zu hoch dann hier. Weißt du, was ich meine? Hier, guck. Ja, ich kann mir vorstellen, was du sagen willst. Das bedeckt eben das Loch. Oh Herr, oh Herr. Tja, fünf ist, das ist jetzt wieder. $1.42. Nimm mal das einfach. Erstmal ab. Aber da ist nichts drauf. Ja, vorhin, guck mal, das passt ja gar nicht von dem Abstand hier. Guck.
Die Tür passt da gar nicht zwischen. Weil wenn du hier guckst, ist die Konsole nur bis unter der schwarzen. Ja, es soll ja auch schief. Ja, aber das passt gar nicht auf zwischen den Türen, weißt du? Aber so meinst du das? Ich dachte, die Platten kommen dann hier zwischen, weißt du? Aber ist es nicht so, dass sie hier zwischen sind. 342. Ach ja. Da haben wir alles richtig gemacht. Der muss genau darüber. Diese Kante, die fängt genau bei der Tür an. Siehst du das? Diese graue Kante, die fängt genau bei der Tür an. Beide Seiten abgerissen jetzt. Wie, beide Seiten abgerissen? Ja, der gelbe sitzt nicht mehr dran, da sitzt gar nichts mehr dran. Ach, hör auf. Ich sag's nur. Ja, den hast du schon reingedrückt. Ja, ist ja richtig. Ja, muss den gelben nochmal abmachen, das passt denn so nicht dran. Wo war der dran? Ja. Hier gegenüber, ich fahr schon. Da kannst du es sehen. Ich fahr schon. Ja, richtig. Ist denn der schwarze richtig dran? Haben wir den richtig positioniert? Vielleicht ist der ja auch falsch dran. Der ist genau gegenüber. Wie gesagt, ein halbes Loch frei und dann ist er da drin, habe ich ja. Soll er auch, ne? Ja. Auch die richtige Richtung, dass die Ecke in die richtige Richtung zeigt? Ach so, habe ich okay. Ja. Mhm. Ja, war nur eine Idee. Weil, ja. Man weiß ja nicht. Kann passieren, wie. Ja, das hatten wir jetzt alles ziemlich häufig. Halten wir. Aber jetzt halt so. Da, jetzt ist es da. Ach, das muss schief rein, nicht? Das muss schief. Das ist der Punkt, ne? Nur halt, dann ist das Gelbe nicht. Habe ich mal kurz? Okay. Ja, so, Alter. So. So, jetzt. Nee, das kann ich nicht. Doch. Boah, das Ganze hat jetzt ein leichtes Gefälle irgendwie. Das ist halt, ja. Wie ich sag ja, die Lücke ist irgendwie nicht gut, optimal hier. Die hier. Weil es sind drei frei, ne? Von wo? Du musst da eine weiterblättern. Oder was meinst du? Hier zwischen. Wie drei frei? Drei oder vier frei, das ist halt. Das ist eben der Abstand hier. Hinten. Es sind drei frei.
Das stimmt schon. Und wie gesagt, ich habe hier die Konsole abgebaut, damit ich hier reindrücken kann. Aber dann passt die Konsole nicht mehr drauf. Ja, das kann ja sein. Wo meinst du dann, dass eventuell 4 sind statt 3? Sag mir das mal auf der Zeichnung. Hier sieht's mal. Ja, das erkenne ich gar nicht. Ja, ich weiß, dass du. Und auf da sind es halt auch 3 oder sind das 4? Da. Ne, ja, sieht schon aus wie 3, ne? Wo ich jetzt die andere Konsole hinlegt. Hier, das hier? Genau die. Also selbst wenn es 4 wären, dann kämen wir ja noch weiter nach innen. So sieht das richtig aus. Ja. Ja, nur dass das mit dem Möbel nicht passt. Ja, das, du passt das doch jetzt. Ja, was ist mit den Konsolen? Stehen die? Nur die hier halt nicht. Weil dann hier dieser Pinuppi drin ist. Und die ist halt da drüber. Drunter, siehst du das? Ja. Und das passt von der Höhe nicht? Passt von der Höhe nicht. Seltsam. Kannst du die Konsole einen nach rechts oder so verschieben? Nee, nicht. Auch nicht, ne? Das ist halt zu hoch hier. Ich stelle sie jetzt mal davor, weil das geht's leider nicht. So. Hm, seltsam. Aber als ob hier eine Lage fehlt hier. Aber das kann nicht sein. Was meinst du mit einer Lage fehlt? Damit da jetzt ein höher ist, weißt du? Nee, dann wird's ja immer eine Lage fehlen. Ja, genau. Das wird ja nicht funktionieren. Aber dass hier ein flacher fehlt. Wir hatten noch den langen flachen übrig, ne? Nein. Nö, lang ist ja nicht. Aber das ändert an der Sache ja nichts. Das ändert an der Sache nichts. Ja, hast recht. Aber wenn du hier guckst, die gehen doch auch in die Grauen hier rein, die beiden. Die habe ich ja festgemacht. Ja, deswegen, da ist ja nichts anderes drauf. Steht die Konsole auf irgendwas? Ja, die steht ja auf so ein, da siehst du es ja. Muss das so sein? Ja, geht so nicht einfach, ne? Nicht, dass wir die Konsole einfach falsch gebaut haben. Ja, ich wollte gerade mal gucken. Ja, ich habe meinen Sticker zum 342. Woher weißt du das? Ach, den Meister. Achso, ich wollte schon rein, woher weißt du, welche Seite das ist? Na, weil ich nachgeguckt. Ich habe das mir gemerkt. So, habe ich hier die. Ne, hier ist sie noch nicht. Da ist sie schon. Das ist der Deckel. Es war ziemlich weit am. Da, da sieht man es noch. Ja, sehen schon, aber ich wollte halt. Von der anderen Seite noch? Die Anleitung halt mal haben für die Ecke. Das sind die langen Arme für die Seiten. So. Da ist die Konsole auch schon drin. Ne, soll ich mich jetzt verpendeln? Ja, da ist er schon noch drin, ne? Ist das in das Zimmer? Nee, so ein ganz anderes Zimmer. Das ist mit den Schleusen, ja. Das ist hier das. Nee. Ach, Chemie. Bitte warten. Welches Zimmer ist denn das? Das ist hier. Mit den Schleusentüren. Also mit denen hier, da. Da ist das Zimmer. Ja, aber hier ist gar keine Konsole. Doch, hier, so, ne? Doch, da. Auf der Seite. Ja, 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 okay. Alles was anders. Ich will vorher kommen.
Ja, jetzt zweimal so ruppig. Du musst ja aufpassen, sonst verblättert es. Dann kommt auch weh, Freunde. So, und da ist es auch schon fertig. Hier ist es auch schon. Da ist es fertig, ja. So, hier geht das ab. Da hast du die Türen und die Tore. Ja, und da siehst du es schon. Das ist ein Zweier. Das, das und dann ist hier Luft drin. Und die Luft haben wir halt nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Deswegen haben wir aus Versehen einen Stein hier zu viel drunter. Also. Zu wenig? Nee, zu viel da drunter. Wenn du zu viel hast, dann bist du ja zu hoch. Ja, wie geht das zu viel? Ja, wir denken gerade in verschiedene Richtungen. Ich meine, ob die Konsole auf anderen Steinen noch draufstehen. Es kann auch sein, dass wir die Tür einfach zu hoch. Denn dann wären alle Türen zu hoch. Das Tor hier. Dann wären alle Tore zu hoch. Nein, das Tor. Ja, und die restlichen sind genauso hoch. Dann wären nein, alle nicht. Dann müssen wir das nochmal ab. Weil es sind doch alle Tore gleich hoch. Ja, hast du recht. Ist ja auch 3. Ja, was mich halt irritiert, ist mit dem Bänderbär halt, ne? Jetzt will ich mal angucken, vielleicht fällt mir was ein. Lalalala, ich habe das hier, ich habe die andere Seite noch gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich ja eine Idee. Oh Gott, ich muss eh schon Bodybuilding-Training für mich. Man weiß auch nicht, wo man hingreifen soll, das ist ganz schlimm. Weil alles irgendwie kaputt gehen kann. Ja, echt. Also, lassen wir das mal ab. Nee, ich sehe, was du meinst. Okay. Reiß doch nicht darum, wir sehen das doch. Ja, weil das ist halt zu niedrig. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, was du meinst. Da muss halt noch Luft zwischen. Was darf da was fehlen würde? So, das käme hier vor, richtig? Genau. Was auch schon nicht so einfach ist. Richtig, weil da eine Reihe fehlt. Kann doch gar nicht. Muss aber, weil das ist alles höher. Kann aber nicht. Wo soll die denn herkommen, die Reihe? Dann würde auf dem ganzen Schiff eine Reihe fehlen. Ja. Logisch. Außerdem hätten wir dann x Steine drüber. Das käme auch noch dazu. Die Steine haben wir doch gar nicht mehr. Ja, müssen wir nochmal abmachen. Ja, glaube ich auch. Ich mach schon. Uns das Ganze noch mal von vorne an. So, die Konsole heute, die ich hatte, wo ist sie? Gute Frage. Hier ist sie. Die kommt halt da noch hier drauf. So, dann ist das Loch halt verdeckt. Und das, da ist halt hier auf dem Foto ist noch Loch zwischen. Das ist der Fehler. Das ist korrekt. Ja, siehst du. Das mache ich ja die ganze Zeit. Das ist korrekt. Mehr kann es aber nicht kommen, weil wir hier diese Pinöckel drin haben und die geben die Höhe vor. Auf beiden Seiten. Hier haben wir sie ja auch. Was haben wir denn da falsch gemacht? Das verstehe ich halt auch nicht. Das hier zu hoch hängt. Warte mal, es gibt eine Möglichkeit, oder? Können wir den auch tiefer hängen? Ich wollte es gerade sagen, können wir den Raum einen tiefer hängen? Ich weiß gerade noch nicht, wo der überall befestigt ist. Das wäre jetzt die einzige Idee. Hier ist er befestigt, aber nicht. Hier unten die Seite, weiß ich nicht genau. Ich weiß gar nicht, wo das alles fest ist gerade.
weiß ja nicht, ob das geht. Das ist die nächste Frage. Oder ob das schon so tief ist wie... Da, so wird's denn dem. Jetzt hängt's auch gerade. Ja gut, jetzt ist kaputt. Kann das sein, dass das vorher schief war? Ja, das war schief. Oh, wow. Alles klar. Jetzt wird das wahrscheinlich rucki-zucki. Jetzt ist auch Luft drin. Das ist auch. Oder ich? Ja, jetzt passt das auch prima rein. Alles kein Problem. Deswegen war die Tür auch optisch höher, obwohl sie gar nicht größer war. Ja, genau. Wir haben ja auch gedacht, er hat ja recht, es sieht größer aus, aber es ist es nicht. Warte, ich mach das. Ich hab keinen Finger mehr. Nee, das tut echt langsam weh, ne? Ja, für zwei Trompeten bringt er nichts. Ja, das fängt wieder schief hier. Da. Da. So. Jetzt habe ich es auf der Seite. Und auf der Seite. Ja, jetzt ist das mal so. Gut. Gut. Geklärt. Wer weiß, wie viele Räume noch schief sind. Oha, oha. Ich sag ja, Folgefehler. Folgefehler, ja. Es hätte ja irgendwas, muss ja. Aber eine Reihe drauf, dann hättest du ja noch einen Stein drauf. Ja. Sieht das auch so aus. Ja, voll Luft, jetzt ist das richtig knackig. Jetzt sieht das auch so aus, hier, dass es hier so anfängt, wo das aufhört. Genau, alles gut. Fast alles. Ha, durchatmen, wegschmeißen. Wir machen das noch ein paar Mal. Also ein bisschen was an Fehlerquellen haben wir noch. Ja. Recht. Halt den Mund da draußen. Die wollen uns echt ärgern, Leute. Die haben uns nicht lieb. Das hört sowieso nicht. Das ist ein Fluch. Ein Fluch. Weißt du, wahrscheinlich ist das voll easy, aber dann haben die sich gedacht, oh, das ist für Baranski. Hm, der will bestimmt für 200, der machen wir mal ein extra schweres Tütchen rein. Achte mal drauf, irgendwie so was ist das. Welchen so jetzt muss es sein? Aber das hängt einfach schief, das war der Fehler. Das aber das schief. Fiel erst gar nicht auf. Nee. Das Einzige, was halt komisch war, ist die Tür. Die Tür war höher, obwohl sie genauso hoch gebaut war wie die anderen. Das war halt komisch. Naja, wir haben es ja gerettet gekriegt. Wie immer. Wenn wir Fehler machen, dann retten wir sie. Ja, bis auf die drei Steine. Außer die drei Steine. Die Steine der Weisen. Mhm, die weißen Steine. Die haben keine Eltern mehr. Genau. Nee, andersrum. So, dann kommt das hier. Das. Jetzt machen wir das gleiche nochmal für die andere Ecke. Nee, das ist ein bisschen anders. Komm, vier Abdeckungen sind wir fertig. Ja, voll. Ich nehme dir das schon mal ab. War das mal um. Ich mir das richtig. Was ist das für ein Handschuh? Also beim Aufbau sehe ich das schon. Da kann man jetzt auch wieder nicht sehen, wo der hier hängt. Doch, das kann man sehen. Das kann man sich ein bisschen her. Jetzt habe ich die Arschkarte. Jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Was? Jetzt geht er ab. Hilfe, wir bauen die ganze Nacht. Hätten wir ja beinahe geschafft. Nicht mehr in uns, mein Liebe. Ist halt ein Mama-Projekt. Im wahrsten Sinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind nur 4er. 4er brauche ich angeblich auch.
Achso, das ist ein dunklerer. Den brauche ich einmal, dankeschön. Das ist der falsche, bitteschön. Dann nehme ich den. Ja, ist nett von dir, danke. Wenn ich immer die Preise so nett. Gewehr! So, jetzt kommt da so ein Zweier mit Pinöckeln und Dreier und Vier. Haben diese Steinchen bei Lego eigentlich eigene Namen? Hör mal das an. Wie Namen? Ja, nennen die das wirklich flachen Zweier oder wie nennen die den? Heinz? Ach so. Verstehst du, wie bei Ikea oder so? Brauch einmal Rudolf. Ich brauch einmal Rudolf, zweimal Schinken, ein Bier. Das wäre auch witzig. Man weiß es nicht. Aber so viele Namen kannst du ja gar nicht auf. Überlegen, so vielen Steinen. Gibt's bei Ikea auch. Wie geht es Teil seiner? Ja, aber. Kann man sich überlegen. Könnte man. Das wäre zu viel. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich auch nicht, den auch nicht. Cool. Wo sind der Stein, den ich brauche? Brauche ich den? Nee, ich brauche vier. Zweimal so, aber der hier verabredet, der ist richtig. Den einen haben wir schon. Welchen Vierer? Nein. Welchen Vierer? Was für ein Vierer? Den hier. Hier sind doch Vierer. Ja, die passen aber alle nicht. Ach, hör auf. Ne, weil die Schräge ist falsch rum, die muss auf anderer Seite sein. Hier sind drei. Na, drei habe ich auch. Hier sind noch ein Vierer. So, den hier brauche ich quasi nochmal. Der Vierer habe ich nicht. Da ist einer. Der ist aber auch falsch. Dann tue ihn doch zu den anderen. Zu den anderen falsch. Ja, sonst kommst du ja immer durcheinander. Das sind noch ein Dreier. Möp. Möp. Kein Vierer mehr vorhanden. Ich fand, ich guck nochmal nach, hab ich nicht. Habe ich mich vertan? Nein. Ich brauch die flache Seite innen. Und das schräge außen. Die haben alle das schräge innen. Bis auf der hier, aber wenn ich hier rumdrehe, ist er verkehrt. Nee, den ich brauche, ist nicht dabei. Der, welchen ich brauche, ist nicht da. Hatten wir die schon mal? Das kann ich nicht sagen. Nee, hatten wir nicht. So viele verschiedene. Warum bei dem hier? Ne, da sind keine Flügel bei, ne? Ja doch, aber die haben wir richtig gemacht, haben wir aufgepasst. Sehr. Sicher ist schon. Wir waren uns schon so oft sicher und sind dann doch nicht. Hier steht doch nur einmal. Ja, den brauche ich ja auch einmal. Genau den. Das andere ist ein Dreier, den habe ich auch. Den Sechser habe ich auch, aber den Vierer nicht. Ja, denken Sie darüber nach. Weiß ich auch nicht. Läuft da nicht der Kühlschrank? Ist nicht kalt genug draußen? Na, vielleicht hast du mehr Glück. Du musst die Schlücke lassen. Nur zur Lücke. Das wäre auch so dämlich dafür, ja. Oh nein. Der ist es nicht, der ist es auch nicht. Der auch nicht, der auch nicht. Und genau der Vierer fehlt jetzt hier. Genau der Vierer fehlt da, genau. Weil das sind alles andere, nicht diese. Aber hier haben wir nur die beiden und die sind korrekt. Haben wir noch andere irgendwo? Wir nehmen einfach von woanders einen weg, oder was? Und der 3 stimmt hier auch nicht. Aber einen anderen? Doch, hier stimmt der da. Ne, da ist er. Alles gut. Haben wir vielleicht einen anderen Vierer irgendwo falsch gesehen?
Ja, genau, das vermute ich auch. Also jetzt da drauf. Aber da gibt es bisher nur die beiden. Also hier kann man ja nicht falsch gemacht haben. Ne, warte mal, hier ist noch einer. Ne, das ist der von am Anfang. Du hast schon 4er und 3er genommen. Also schon 3er und 4er genommen. Mhm. So viel wie ich das sehe, sind das die einzigen Engen hier. Und die sind korrekt, meines Erachtens. Die gehen beide nach außen weg. Und das sollen auch 4er sein. Aber ich gucke mal. Guck mal. Ich gucke mal. Ich gehe mal aufs Schuko. Nee. Das kann nur unser Fehler sein. Ja, da gehe ich auch hinaus, aber nicht in den Tütchen. Ja doch, muss ja. Weil, boah, das hatten wir sie nicht übrig. Nix, nix, nix. Gar nichts, gell? Da brauchten wir die 2 Vierer, die sind korrekt dran. Die Spitzen zeigen beide nach außen. Genau. Das sind noch 2 Vierer, ne? Aber mehr hatten wir noch nicht. Ja, wir haben nichts falsch gemacht. Zur Abwechslung. Zur Abwechslung, ja, der Fehler ist uns immer erst bei uns zu suchen. Aber die sind völlig korrekt. Ja, die sind ja auch korrekt. Der ist falsch. Das ist der Leiche. Ne, die haben wir ja zusammengesucht. Das ist ein 3er, den brauchen wir nicht. Der ist auch falsch. Der ist auch verkehrt. Und der auch. Wenn wir irgendwo blind haben, noch ein liegen irgendwo. Wir werden wir merken, wenn keine Teile mehr da sind. Wo kommt die denn? Ah, ich glaube, ich weiß, was falsch ist. Jetzt kommt's. Oder? Nee, doch nicht. Das kommt erst hinterher. Okay. Dann sage ich mal nichts. Was ist denn schon wieder? Was brauchst du? Den mit den Geröppelten. Sägezahn-Dingen. Genau, sehe ich gar nicht. Ja. Ein Tütchen fehlt nicht. Also das kann ich schon mal ausschließen. Nee, nee, Tütchen fehlt nicht. Nur Tütchen, weil genau in dem Karton ist nur noch eine Tüte, also jetzt eine Nummer. Ist eine Nummer noch drin, wenn ich. Merkwürdig aus, aber okay, ist richtig. Baustelle der Deko. Ein frei. Ja. Ja, Deko ist sehr wichtig. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich finde nur vier, ja. Jetzt haben wir ja. Spitze ist ein 3er, das ist korrekt. Hier ist eine 4er, das ist korrekt. Kann sein, dass wir das hätte nehmen sollen für so ein 4er. Ja, warte mal. Erstmal kommt der schon hier hin. Dann kommt der hier hin. Dann haben wir hier immer noch den 4er frei, wo jetzt was drauf käme. Wir noch irgendwo ein 4er verbauen? Ne, das sind alles 3er. 3er, 3er, 3er. Seltsam. Das ist seltsam. Der ist auch nicht andersrum oder so. Ne.
das ist der. Hier fehlt er. Hm. Nee, kann er jetzt nicht erkennen. Also ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte. Alles. Der Fehler ist immer uns. Wie ist das denn gedacht hier? Den habe ich schon mal vorbereitet. X. Ja. Den setze ich jetzt mal symbolisch da drauf, auch wenn er da nicht hingehört. Kann ich gerade nichts dran machen. Jetzt fehlt mir immer so ein komisches Päckchen wieder. Ich bin nicht da. Nee, du bist nicht da. Telefon klingelt. So. Hör ich nicht. Na. Bin taub. Kennst du die Melodie nicht? Hallo, schön, dass du anrufst. Ich hinterlasse auch eine Nachricht nach dem. Ach, das haben wir schon. Totaler Gewinn. Argument. Konzentration. Was hast du hier gemacht? Das kommt da rein. Ja, aber nicht so. Ist verkehrt rum. So weit, so gut. Also mit der Vierer ist merkwürdig. Es ist auch. Stranger Things. Was hast du jetzt damit gemacht? Nichts. Ja, da habe ich nur den einen so daneben gelegt. Vielleicht gefällt ja noch mal. Also da. Ja, genau. Dass der Stein wenigstens nicht rumfliegt. So, da kommt dieser Reifen wieder. Da. Rustiger Reifen. Das kommt hier rein und zwar. Oh, okidoki. Ja, ich brauche schon mal wieder das. Nächste Seite. So ruhig geworden, ne? Wieso? Wenn man falsch hat, was Falsches zu basteln, wird man ruhig. Ja, wirklich. Ist leider so. Also, da konzentriert man sich lieber auf die Sache. Yes.
Müsste uns bei denen tatsächlich nachsehen. Zur Not könnt ihr Musik beihören oder so. Genau. Ihr wart auch schon mal unterhaltsamer. Ja. Ja, ist richtig. Ist korrekt. Das sehen wir alles ein. Sehen wir auch ein. Also auf den Fehlern bleibt man im Ruhe. Nee, der ist doch, der reicht. So. Das ist auch gerade echt kompliziert, ja, was hier passiert. Da habe ich gerade. Ne, so rum muss das. Du kümmere dich um deine Sachen da. Habe ich schon. Ja, ja. Macht ja nichts. Ich habe leider nie immer viel zu bauen. Nur ab und zu mal. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht nur vor allem. Da, 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 da. Gucken wir mal so. Aber das muss übereinstimmen und das tut es nicht, weil die Platte zu groß ist. Ha! Boah, kleiner. Jetzt passt es da. Wo ist die andere Platte, die wir drauf gesetzt haben? Die hier? Genau. Die nochmal Fehleranalyse. Du hast nur die beiden Ecken hier, mehr ja, hast du noch nicht. Gerade extra. Aber mehr gab es ja auch in der Tüte nicht. Nee. Deswegen kann ich mir das gerade auch null erklären. Ja, wie gesagt, dass wir einen Vierer genommen haben, anstatt ein Dreier. Das haben wir nicht. Sonst wird es ja symmetrisch mäßig nicht hinhauen. Ui, was habe ich hier denn jetzt falsch? So einiges, so einiges. Dass wir das hätten nehmen sollen und haben. Nein, das passt alles. Ein Vierer genommen. Das passt alles, so wie es soll. Ich meine ja nur. Ja, die Idee ist ja gut. Ich sage ja auch nur, dass es nicht korrekt ist. Glaube ich nicht, dass Lego-Fehler gemacht hat, sondern wir wieder. Kannst ja gerne noch mal gucken, vielleicht fällt dir was auf, was mir entgangen ist. Kann ja auch sein. Alle nur Menschen, nicht? So ist es. Oh, jetzt geht er wieder los. 32 wieder? Nö, erstmal nur 6. Ja, die erste ist schon falsch. So viel sind es auch nicht mehr. Ja, ich denke mal, eine Turbine kommt schon noch. Ja, so eine kleine, aber. Jetzt spoiler doch nicht. Ich baue schon mal vor. Hier, ja. Irgendwo da. Deine Fliesen machst. Der ein Abwirkst, sozusagen. Noch vier Räume.
So. Zeit genutzt. Dann kommen wir gleich über die nächste Seite. Ja, kannst. Das kommt hier zwischen. Nee. Macht halt los richtig. Ich gucke halt zweimal. Sonst guckst du gleich noch dreimal. So. Dann kommt das hier hin. Und das kommt dazwischen. Da. Also ist kein Greifer noch. Aber da fehlt ein Gitter. Echt? Haben wir irgendwas vergessen? Dann nehmen wir ein neues. Ja, ist das Frage, ob das grau ist oder hier das? Ist grau, ne? Ja, das ist ein anderes, stimmt. Das habe ich übersehen. Ist ja nicht schlimm. Kann passieren. Das habe ich übersehen. Hab ich. Ist mir aufgefallen. Nee. So, das Ganze kommt jetzt hier unten. Ah, dafür sind diese Schnupsis da unten. Ja, es ist direkt da reingesteckt. Genau. Und ruf damit. Ruf damit. Und zwar irgendwo da. Hier in das Schwein. Weiß ich nicht. Dieses Loch oder so soll das sein? Nein, falsche Seite, Tobias. Hier bist du doch, hier. Da. Das ist die Frage, wie? Weil? Nee, dass die Düsen nach innen kommen. So. Hä? Das muss da durchkommen, oder? Ja, das denke ich auch. Deswegen habe ich ja vermutet, dass es da ist. Nee, das ist die falsche Seite. Das zeigt zumindest hier drauf. Der ist auch ein Pin. Auf den Pfalzen muss das wieder. Ja, also hier irgendwo drauf. Da. Da ist ja noch der eine. Ja, hier drauf, nicht bei den Türkisen. Halt es doch so, wie es hier gezeigt wird. Und da in den Schwarzen, nicht in den Türkisen. Also hier, ja? Genau. Ja. Die Richtung ist gut. Ja. Das ist nicht dadurch. Ja, das sieht schon gut aus. Aber jetzt muss das nur leichter rein. Das ist ja innen. Genau deswegen ist es schief. Da kannst du es nämlich auch machen. Genau, mehr ist es auch nicht. Ja, okay. So würde ich es jetzt sagen, ne? Ja. Und das ist übrigens Baum. Ach, hast du schon? Ach Gott, ja. Na je, ui. Hab ich schon. Ui. Ich hab doch gesagt, ich war doch schon mal vor. Ja, das können wir gleich eine Seite überschlagen. War mir nicht klar, dass du das so gemeint hast. Weil sie sagen, mache ich auch. Hm. So, immer. Was ich verspreche, halte ich auch immer. Das verspreche ich. Das verspreche ich, genau. Ja, das ist auch wichtig, dass man seine Versprechen hält. Deswegen mache ich keine. Ja, man weiß doch nie, was kommt. Ja, ich verspreche nur das, was ich von überzeugt bin, auch zu machen. Ich hatte ja erzählt, dass ich ein Konzert wieder plane und so, ne? Das hast du aber schon seit einem halben Jahr. Ja, und da habe ich ja jetzt gefragt,
Also da, wo ich es veranstalten möchte. Und irgendwie reagiert er nicht. Und ich habe ihn auch schon mal privat drauf angesprochen. Er reagiert einfach nicht. Wie, geht er dir vorbei oder? Nee, hey, irgendwie weiß ich nicht. Ist halt vielleicht sauer oder was auch immer. Ich weiß nicht, was für was ist. Hast du ihm einen Grund gegeben? Ja. Versteht's auch nicht. Kultur ist wichtig. Ja, Steine auch. Ha! Natürlich Stein. Mir fehlt ein Steinchen. Jetzt ja, so also wird das bei nix. Jetzt wird's ein. Nee, du wird's wirklich nicht. Was meine Taktik? Oder ist das ein. Nee, das ist was anderes. Wie der fällt ein Teilchen? Das hier in Braun. In Grau. Hör auf. Nein, das ist auch der hier. Ach, hör auf. Ich fange jetzt an. Tjo. Du musst da rein. Ja, schon klar. Ich kann den ja mal als Platz. Nein! Haben. Muss irgendwo ein Fehler sein. Also da, wo. Fragen Sie nur wo. Die haben wir ja. Der sein sollte. Haben wir noch nie gehabt, oder? Ach ja. Tobias wird nervös, merkt dabei. So, schauen wir doch mal. So, da ist. Ach, das kann ich doch gar nicht. Muss ich nochmal rausnehmen, dann geht er nicht. Mach alles nochmal raus, ist okay. So, da ist der. Haben wir überhaupt hier so einen grauen einen? Nimm die am besten auch nochmal raus. Ja, vergiss es. Ja, doch. Nee. Ja, doch. Nee, den nehme ich nicht. Mach du es. Ich nehme den nicht an. Ich habe doch keine Lust, den nochmal rauszunehmen. Muss nämlich die Seiten nochmal abmachen. Nee, nee. Lass mal stecken. Im wahrsten Sinne. Das ist ein Sechser. Also hier ist hier zumindest keiner von den Grauen. Ah ja, jetzt bringt das mir einfach mal. Ja, man muss halt rigoros sein. Siehst du auf Anhieb irgendwas? Nee, das ist gar kein gelber. Nee, kein grauer, wo ein gelber rein könnte, weißt du? Richtig. Hier aber auch nicht. Kann nicht sein. Das ist immer so. Das sind alles diese Spitzen. Das ist das, das ist das. Das ist eine Sechserplatte. Gelb, 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 viereckig. Nö, hier ist keiner drauf. Und hier. Das ist so eine Platte. Spitze, spitze, Ecke. Nö, hier auch nicht. Kann ich nicht mit die näher. Noch sowas. Aber nicht so, ne, wir haben eine Viererplatte immer, ne? Das nutzt uns mal ja nichts. Wir machen gleich Fehleranalyse. Tjo, dann war nicht so lang. Ich komme ja nicht weiter. Brauch den Stein ja. Haben wir noch eine große graue Platte? Haben wir auch nicht. Ist das, die ist nicht groß genug? Nee. Fehlt noch eine Tüte 10? Das sind doch schon bei 11. 11. Oder 12. 12 sind wir schon, oder? Ich hab nur noch 13. Mehr. Habe ich. Mein Stein ist da. Der hat sich unter Tafel versteckt. Schon mal was. Ja, aber fehlt ja immer noch dieser Vierer, ne? Also der drin. Ja, 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 der fällt immer noch. Vielleicht bin ich das da irgendwie dahinter gerutscht. Ah, warte, hier ist deine Platte. Es ist alles mitgerutscht. Ja. Und da ist er doch. Ich werd verrückt. Wolltest du den direkt austauschen? Warte, ich glaube, der kam, ja, der kommt hier ran.
Oh man. Das ist meine Platte. Hast du die versteckt, Baby? Hast du die versteckt, Baby? Warum machst du denn sowas? Warum machst du denn sowas? Ich wollte den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ja, du wolltest... Weißt du, du sitzt hier und wirst himmelig ohne Ende und erzählst mir einfach von Schwierigkeiten, weißt du? Du Arsch! Er will den Schwierigkeitsgrad erhöhen, sagt er. So. Meine Pflicht ist erfüllt, ich gehe jetzt nach Hause. Unglaublich, der Mann. Haus verliert nichts, weißt du? Wo ist meine Platte? Ja, sagen wir, dass es noch eine Platte gibt. Ja, aber für den Zweiteil fehlen eher weniger. Wer weiß. Ich bin durch. Wenn du was hast, kannst du es dran setzen. Noch nicht. Gut. Das hätte ich ja zu Ende bauen, ne? Und dann muss ich das wieder dran setzen, weil ich das abgenommen habe. Ja, ich guck schon. Ich hab's abgesetzt, also muss ich es auch wieder dran setzen, oder nicht? Oh Gott, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wo kam denn das hin da? Oh nein. Frag mich, ich kenne mein Schiff aus dem Eifer. Du kennst deinen Müllhaufen. Du kennst deinen Schrotthaufen. Nur ich weiß nicht, wo die Drehteile hinkommen, die wir übrig haben. Ne, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Aber das sind auch so alle Weltteile, was das Raumschiff angeht. Die könnten theoretisch überall hinkommen. So, ich bin mit deiner Seite fertig. Ja, ich bin auch fertig. Lecker. Ja, gut. Siehst du, jetzt wo alles richtig ist, passt es. Oh, ich darf ihn der Gitter machen, das freut mich doch. Sehr angenehm, ja. Mittlerweile weiß ich ja, wie es geht. Ja, ich suche mal meine Teile schon zusammen, die ich für die nächsten Schritte brauche. Ja, gib mir eine halbe Stunde Zeit. Drei. Zeit läuft. Ja, habe ich mitgeschwommen. Komisch. Ja, durch die Füße halt, das ist ja nicht schön. Doch. Ja, dann hau dich selbst an. Alles kein Problem, ist alles live. Wer von der Farbe? So, kommen wir genau aus, siehst du? Eins, zwei, drei. Da ist er. So, weiß. Was? Hä? Was denn? Nix, alles cool. Aber Häsel. Ja, aber ich gerade irgendwas verplempere. Ich weiß noch nicht was. Bier. Wie kann das denn angehen? Oh, wenn Tobias ein Rechteck benutzt statt ein Kreis, weißt du? Oh Mann, ey. Was heißt? Kommt im Kreis hin, kein Rechteck. Jetzt sag nicht, wir haben keinen Kreis mehr. Ich habe nur das genommen, was da war. Ja, das ist aber verkehrt. Na, vier Kreise sollst du nehmen, nicht ein Rechteck und einen Kreis. Viereckige steht da doch. Nee, den hier brauche ich. So. Ich wollte schon sagen, warum fehlt denn da eine Ecke? Alter Verwalter, jetzt sei das aber mal komisch hier. Also wollte ich nur testen. Ja, das fällt dir wohl mal auf. Zwar spät, aber es fällt auf. Jetzt mach nicht wieder meine Arbeit, das kann ich dir leiden. Ich leg dir doch nur dahin. Fauch. So, ein Pinöckel fehlt auch noch. Fähig. Haben wir irgendwo einen dunklen eingebaut, wo ein heller hin soll, ja? Ja, genau. Ja, super, dann such den mal. Dann suche mal. Ich brauche nämlich die dunkle. Ich brauche die dunkle Seite der Macht. Dann muss ja irgendwo oben drauf sein. Da hier sind helle. Da, ich sehe ihn.
Ja, der soll da drunter. Da drunter kommen die Dunklen. Der ist korrekt. Der ist. Nein. Doch. Da drunter kommen immer die Dunklen. Das ist völlig korrekt. Ja, aber. Da kommen vier Dunkle drunter. Genau wie hier und hier. Das ist völlig korrekt. Ja, ja, das passt schon so. Machen wir nicht mal die Maschinen kaputt. Tja, such mal. Oder haben wir so einen über? Kann natürlich auch sein. Nein, doch, nein. Wir nehmen einen aus der Box hier. Komm. Aber dann weiß ich immer, dass es dann ein grauer ist und eigentlich der irgendwo ist. Ich kann trotzdem gut schlafen, Mann. Ich nicht. Wenn du noch findest, kannst du ihn ja rausnehmen und ersetzen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt weiter. Problem ist, es muss von außen sichtbar sein und das sehe ich halt nicht. Tja, dann haben wir Pech, ja. Ach, hoffnungslos. Hoffnungslos auf Fall hier. Hoffnungslos. Du musst echt zweimal. Oder dreimal gucken. Das stimmt aber nicht, oder? Ja, sicher stimmt das nicht. Der ganze Kreis ist verkehrt. Der sitzt in einer völlig falschen Position. Der kommt da gar nicht hin. Ach, hör auf. Nein, der ist verschoben. Wie verschoben? Der kommt da nicht hin. Der muss weiter rüber. Ach, hör auf. Die ganze Flache. Ja, ich hoffe, ich kann es irgendwie. Das ist schwer zu sagen, ob ich das in einem Stück richtig kriege. Wenn ich Glück habe, ja. Wenn ich Spech habe, nein. Man muss ja jede, also fast jede Platte ändern. Ja, die müssen alle rüber, das ist schon klar, aber vielleicht bleiben sie einigermaßen zusammen da und jetzt. Naja, gut. Ach ja, Tobi. Ja, doch. Da wird kein Baumeister los. So. Und da ich jetzt nicht mehr weiß, wie die hinkommen, muss ich sowieso alles nochmal machen. So, und das kommt da dann. Und zwar kommen die hin. So würde ich sagen. Ja, das ist korrekt. Du hattest sie hier in der Ecke, da kommen sie mal hin. Tja, nu, Optik, mein Freund. Beschwer dich nicht über einen Stein, den du nicht findest, beschwer dich über deine Optik, es ist viel schlimmer. Ja, aber sowas von Haupt. Ich sollte von Lego-Steinen noch fragen werden. Guck mal, ich habe einen Raum gefunden. Ja, guck, da war der doch nicht über, siehst du? Trotzdem Käschen. Ne, mir fiel nur auf, dass hier zu viel Platz ist, der gar nicht dahin gehört. Das ist nämlich relativ eng hier vorne. So, Meister. Und hier. Und nun. Zusammenstecken. Und dann wieder den Vierer, der hier. Meinst du so mit? So, genau. Wieso habe ich hier eine Lücke? Wegen dem hier. Der kommt dazwischen, da. Na, dann glaube ich dir das mal. Alles mit Absicht. Dann glaube ich dir das mal. Es wäre spätestens dann aufgefallen, wenn du das hier gesehen hättest, dann wäre das nämlich verschoben. Aber gut, aber gut, aber gut. Da passe ich lieber wieder auf. Dann tue ich einen jetzt da rein. So. Und gleich brauchen wir ihn doch. So. So.
sieht schon viel besser aus. So. Ob die in so einem Lego-Laden, wenn die so Sets haben, müssen die das selbst zusammenbauen, um das Schaufenster zu präsentieren? Ja. Ja, hast du mal nachgefragt, oder? Nee, denke ich mal. Hallo? Hier, Set, seht zu. Hab zwei Tage. Dann muss das da drinstehen. Die kriegen das ja auch im Voraus. Ein paar Tage voraus, bevor es rauskommt. Hm, das ist halt die Frage, wie viel. Richtig. Und dann heißt es Überstunden schieben. Ja. Und dann wahrscheinlich zu viert oder so. Na, mit zu vielen, dann wirst du aber auch kirre. Ach, Quatsch. Oder die kriegen von Lego Anweisungen, welche Reihenfolge. Nach dem Motto Person 1 bis 2 macht schon mal die Platten, die du viel später erst brauchst. Das kann man ja alles vorher in einem, ne, Tütchen 12 kannst du ja machen, ohne dass du die Sachen da drunter, ne? Genau, richtig. Das kann man ja schon vorbereiten. Vielleicht kriegen die entsprechend Anweisungen. Arbeitsanweisungen, ja. Das wäre natürlich fies. Und jetzt Tüte Nummer 4. Sie haben 2 Stunden Zeit. Viel Spaß. Ja, ganz ehrlich, wenn du 8 Leute hast und das wirklich so modular funktioniert, vielleicht passt das sogar in 4-5 Stunden. Wenn jeder 1-2 Tütchen macht. Ja, richtig. Dann kommt das vielleicht sogar hin. Also auch dann. Und die Anleitung gibt es ja auch im Netz. Da kann man ja. Ja, du kannst verschiedene Seiten aufrufen. Genau, richtig. Ja. Und das dürft ihr mich nach Hause nehmen und morgen bringt das fertige Teil mit. Genau. Hier ist, will ich zu Weihnachten Tüte 5. Viel Spaß. Hier ist eine Tüte, nach 17 Jahren ist fertig. Oh Gott, stell mal vor. Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Oh oh. Oh. Voll lauter Schreck. Es könnte passen. Nee, ich schmeiß lieber weg. Das hat nicht wieder, ja? Bums. Ja, nimm, ich will nicht mehr. Doch, ich will. 2, 3, 4. Ja, die Sachen werde ich fast alle runterwerfen. Aber nur fast. 1, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, bitteschön. Findest du mal. Ah, den brauchst du auch. Dann sagen. Da kommt wieder die eine Lüftung hin, die wir vorhin fast vergessen hatten. Die ich fast vorhin vergessen hätte. Warum ist das hier übrig? Ach Gott, die Dinge sind ja weit draufgesetzt, ja. Ist da noch was? Nein. Deswegen habe ich sie da hingelegt. Ja, klar, ist gut. Muss mich nur. Aden konzentrieren. Haben wir das? Hast du das gebraucht hier? Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay, müssen wir gleich offline gucken. Weil ich kann nicht mehr an dir vorstellen, dass das so hilfreich scheint. Ich weiß nicht, was das ist. So, wo kommst du dran? Ich habe keinen Haken, doch, da ist noch mal. Aber ich sehe schon, wo es fehlt. Ja, dann packst du halt mit. Aber es ist schon drauf. Also ist das wirklich übrig. Ja, das ist alles über. Gott sei Dank. Mui. Na, komm schon.
Jetzt einfach so draufgesetzt, oder? Nee, kann er nicht. Was kommt? Wo ist denn der Pin? Ach, da! Uiuiui. Habe ich dir alles bereitgelegt. So, jetzt kannst du auch draufsetzen. Bitte schön. Das ist deine Seite. Stimmt allerdings. Ja. Warte. Muss doch richtig sein, oder? Ja. Mach dann nur vernünftig, dann passt er noch. Ja, so ist doch richtig. Ja, hat dieselbe Höhe. Hier dieselbe Höhe. Ja, nur mehr, wie das so wackelig ist. Ja, nur du solltest halt hochgehen zum Spielen, ne? Genau. Sollst du. So. Freunde der Nacht. Ich glaube, das war's auch für heute, oder? 16 Uhr. Ja, für die Zuschauer auf jeden Fall. Ja, 16 Uhr, weiß ich nicht. Das müssen die Zuschauer nicht wissen. Wir sagen schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis genau. Türchen 13. Tschüss. Genau. Ciao.